In unserer Produktionsstätte möchten wir Ihnen die erste Industrie 4.0 Anwendung unter Zuhilfe von RFID vorstellen. Die Information, welches Produkt die Leiterplatte werden soll, wird mittels eines RFID-Writers im Bulk-Verfahren auf die Leiterplatte geschrieben. Dieses Labeling bestimmt den Bauplan und gibt den Mitarbeitern die Arbeitsschritte und die Materialien vor. Zusätzlich können Produktionsinformationen wie Seriennummer, Anzahl der Testzyklen, Reparaturen oder Besonderheiten wie zum Beispiel Wechsel der Charge abgespeichert werden. Die SMT-gefertigte Baugruppe wird in der Handbestückung komplettiert. Das Selektivlöten verbindet die Bauteile mit der Baugruppe. Eventuelle Auffälligkeiten, die während der Bestückung und des Lötprozesses auftreten können, werden auf dem RFID-Chip vermerkt. Nach dem Lötprozess kommt es zu einer kurzen Sichtprüfung. Im Prüffeld wird ein kompletter Funktionstest für die Baugruppe durchgeführt. Der Prüfcode wird als Ergebnis auf dem RFID-Chip gespeichert. Diese Information kann später bei einer eventuellen Fehleranalyse des Endkundenproduktes entscheidende Hinweise zur Fehlerermittlung geben. Dies führt zu einer erheblich verbesserten Supply Chain, da durch Bulk-Einlesen bzw. bei der Fehleranalyse Vereinfachungen im Prozess erarbeitet werden können.